Hallo ihr Lieben, die Timmys und ich begrüßen euch zu einem schönen neuen Kamishibai Theaterstück für die Osterzeit. Es ist ja schon bald Ostern jetzt und da habe ich was Schönes ausgesucht und die Mini-Timmys auch und der Große. Und die heißt Das Osterküken. Meine Timmys müssen jetzt leider verschwinden, weil sonst könnt ihr ja die Bilder nicht sehen. Also verabschiedet euch Timmys. Jo, tschüss, bis dann. So, Timmys, ihr seid jetzt weg. Jetzt haben wir unseren Vorhang. Und der Vorhang geht auf zum ersten Bild. Hilda hatte ein wunderschönes Ei gelegt. Wie alle Hühner der Welt brütete sie liebevoll. Aber sie machte sich Sorgen. 21 Tage waren vorbei und das Küken war noch immer nicht geschlüpft. Doch plötzlich, Mama, wann ist Ostern? Vor Schreck fiel Hilda fast um. Wer hatte denn da gesprochen? Hier sieht man jetzt am Ei noch nichts, aber irgendwie, wenn da irgendjemand Mama ruft, dann muss doch da irgendwie vielleicht doch was aus dem Ei rauskommen. Die Hilda ist jetzt ganz aufgeregt. Sag doch, wie viele Tage noch? Kein Zweifel, die Stimme kam aus dem Ei. Bis Ostern, stotterte Hilda. Ja, was weiß ich, Ostern ist irgendwann im Frühjahr, mal im März, mal im April. Das ändert sich jedes Jahr. Oh Mama, versuch das bitte herauszukriegen, meldet sich mir wieder die piepsende Stimme. Der ganze Hühnerstall redet davon, wie schön Ostern sei. Deshalb möchte ich unbedingt am Ostersonntag auf die Welt kommen. Keinen Tag früher und keinen Tag später. Ostern soll mein Geburtstag werden. Du hast vielleicht seltsame Ideen, lachte Hilda, aber warum nicht? Und sie machte sich auf den Weg. Weil sie will natürlich jetzt auskriegen, wann genau in diesem Jahr Ostern ist. Und das erfährt sie nur, wenn sie fragt. Da seht ihr sie. Zuerst ging Hilda zum Hund. Da ist er. Dann zur Katze. Ach, die ist hier. Müssen wir suchen. Dann zur Kuh. Na, die findet man schnell. Dann zum Schwein und zum Schaf. Wann ist Ostern? Fragte sie jedes Mal. Niemand wusste eine Antwort. Nicht einmal die zwei Hasen. Wir sind halt keine Osterhasen, entschuldigen sie sich. Vielleicht kann dir Max weiterhelfen. Jetzt seht ihr so viele Tiere hier und keiner weiß, wann Ostern ist. Jetzt frage ich mich aber, wer ist denn wohl der Max? Wer ist denn wohl? Ah, ich glaube, hier ist der Max. Max, der Steinkauz, wohnte in einer Pappel hinter dem Bauernhof. Statt wie sonst früh schlafen zu gehen, schlich Hilda an diesem Abend aus dem Stall. Natürlich weiß ich, wann Ostern ist, sagte Max. Wenn dein Küken zu Ostern auf die Welt kommen will, muss es drei Ereignisse abwarten. Zunächst muss es sich bis zum ersten Frühlingstag gedulden. An diesem Abend werde ich vor der Scheune einmal rufen. Komm dann wieder zu mir. Ah ja, der Max weiß das also da unten. Kriegt sie gesagt, wie sie es machen soll. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Dankbar lief Hilda zu ihrem Nest und erzählte dem Küken im Ei, was der Steinkauz gesagt hatte. Was, noch so lange warten? Rief das Küken betrübt. Wie soll ich das noch so lange aushalten? Eigentlich will ich ja hier raus. Tja, du kleines Küken, ich denke, da wirst du dich gedulden müssen, wenn du direkt an Ostern auf die Welt kommen willst. Da führt kein Weg dran vorbei. Endlich hallte ein langer Ruf durch den Hof. Es war die Nacht zum 21. März, Frühlingsanfang. Schnell lief Hilda zur großen Pappel. Dein Küken muss sich weiter gedulden, erklärte Max.
Wenn es zu Ostern auf die Welt kommen will, muss es nun auf den nächsten Vollmond warten. An jenem Abend werde ich vor der Scheune zweimal rufen. Komm dann wieder zu mir. Ah ja, das war jetzt das Zweite, was beachtet werden muss, dass es rechtzeitig auf die Welt kommt. Ich denke, das wird für das kleine Küken ganz schön schwer. Und tatsächlich, das Küken wurde immer ungeduldiger. Wie soll ich denn merken, wann Vollmond ist, jammerte es. Ich sehe ja nichts. Da bohrte ihm seine Mutter ein klitzekleines Loch in die Eierschale und steckte einen Strohhalm hinein. Wie mit einem Fernrohr konnte das Küken nun jeden Abend den Mond beobachten. Zuerst war er dünn und gebogen wie eine runde Stricknadel. Langsam nahm er die Form eines Hörnchens an. Mit jeder Nacht wurde er dicker und runder. Fast so rund wie ich, gock, 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 gackerte Hilda. Das Küken hüpfte vor Freude, bis das Ei wackelte. Und hier seht ihr als erstes mal den Strohhalm, den die Mama Hilda da reingesteckt hat, dass das kleine Küken sieht. Hier sieht man es. Da ist die Mondsichel, die sieht man nicht so gut. Hier wird er schon etwas größer und noch größer. Und jetzt fehlt nur noch ein kleines Stück, bis der Vollmond da ist. Es dauert also jetzt nicht mehr lang. Aber das Küken wird sich trotzdem noch ein bisschen gedulden müssen, denke ich. In der Vollmondnacht halten zwei lange Rufe durch den Hof. Uhuhu, uhuhu. Am nächsten Sonntag ist es soweit, verriet Max jetzt der aufgeregten Hilda. Ostern ist nämlich immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem ersten Frühlingstag. In der Osternacht werde ich vor der Scheune dreimal rufen. Und am Morgen, wenn die Glocken alle zusammenläuten, kann dein Küken endlich aus dem Ei schlüpfen. Das ist ja nochmal ganz schön. Seht ihr, hier ist der Katz und die Hilda. Und seht ihr den Mond? Der ist jetzt auch schon voll. Oh, jetzt wird es langsam interessant und spannend für das kleine Küken. Ja, 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 ja. Nun zählte das Küken die Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Um 3 Uhr fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Doch ganz traurig, dann wurde es still auf dem Land. Samstag. In der Nacht zum Sonntag hallten schließlich 3 lange Käuzchenrufe durch den Hof. Uhuhu! Am Ostermorgen läuteten plötzlich alle Glocken gleichzeitig. Jetzt jubelte das Küken und voller Freude schlüpfte es aus seinem Ei. Seht ihr? Da ist es gesprungen überall und wie es sich freut und lacht, dass es endlich aus seinem Ei raus kann. Ans Tageslicht, ja, das ist ja klar. Das ist natürlich schön. So. Und... Papa, Mama, kommt schnell, riefen die Kinder des Bauern, die in der Scheune nach Ostereiern suchten. Da ist eben ein Küken ausgeschlüpft, genau am Ostersonntag. Welch ein Zufall! Zufall? Hilda und ihr Küken schauten sich an und lachten, aber das merkte keiner. Während alle staunten, bewunderte das Osterküken die große, bunte Welt um sich herum. Wie schön doch alles war! Seht ihr, da unten ist es noch ganz klein und da ist die Hilda und alle freuen sich und die Kinder wundern sich, die wissen gar nicht, was das für eine Arbeit war und für ein Aufwand, dass das kleine Küken direkt am Ostersonntag aus seinem Ei schlüpfen durfte. Ja, dann reckte und streckte sich das Küken im Sonnenlicht und fröhlich machte es sich auf den Weg ins neue Leben. Frohe Ostern, ihr Lieben. Und seht ihr eine wunderschöne Frühlingswiese mit schönen Osterglocken und Bienchen. Und alle Tiere freuen sich. Und das kleine Küken wünscht euch auch frohe Ostern, so wie wir. Lasst es euch gut gehen und macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.